nur durch die Begegnung mit dem Publikum und durch die Art und Weise, wie es in jedem einzelnen Kopf entsteht, weiterprozessiert wird, mitgedacht wird, lebt ein Film überhaupt? Also das kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass in einem Film ein Erzähler sich verabschiedet und ein neuer dazukommt. Allein dadurch habe ich ja als Zuschauer das Gefühl, also ich bin nicht in einem geschlossenen Erzählraum oder sowas, über den jemand bestimmen kann, sondern offensichtlich könnte ich unter Umständen da auch mal reingehen und auch erzählen. Oder ich tue es auch halt in meinem Kopf. Und das ist für mich ist das eine der beglückendsten Erfahrungen, die man mit Filmen machen kann. Und ich hatte immer das Gefühl, Filme tun sich bei diesem beglückenden Übertragen von Freiheit wesentlich schwerer als, ich weiß nicht, Installationen oder sogar Tafelbilder. Ne? Also insofern bin ich für euren Film dann wirklich total dankbar, weil ich sehe, das funktioniert. Also es hat wirklich eine Tür aufgemacht. Die kollektiven Erzähler. Nikita erkennt, dass Una nicht mehr ihre Freundin ist. Und jetzt ein Team mit Laurens bildet. Der Konflikt eskaliert, als Laurens von Peter fordert, ihm seinen gesunden Körper für die Morphokraft Notsynchronisation zur Verfügung zu stellen. Ein drittes Kunstwerk, das auch eine besondere Wirksamkeit, Nikita Neufeld spricht ja sogar von Kunstwirkung, also eine besondere Wirksamkeit in dem Film entwickelt hat, ist die Arbeit Die Glücksprophezeiungsmaschine. Das ist eine Installation, die besteht aus 7 Diaprojektoren, die in einem Renaissancebau in München in der alten Münze aufgehängt waren. Und diese Diaprojektoren projizieren auf den Boden Karten vom Rider White Tarotspiel. Selbst Fried wird bald wie wahnsinnig an den Fesseln zu rütteln anfangen. Und Mauerkette und sich selbst in alle Himmel. Das Tarot ist ja bekannt als Mittel der Wahrsagerei, aber es ist eben auch, Italo Calvino hat es so bekannt gemacht, es ist eben auch bekannt als eine Erzählmaschine. Und in diesem Sinne wird es in dem Kunstwerk auch eingesetzt. Zu jeder Karte hört man eine Prophezeiung, wenn man durch dieses Renaissance-Gebäude geht und sich einer dieser Projektionen nähert. Aber jeder, der dorthin geht, hört auch eine andere Prophezeiung. Und ich höre manchmal auch mit einem Ort, welche Prophezeiung ein anderer Besucher hat. Das ist ein sehr schönes Bild für eine polyphone Erzählmaschine, die ich trotzdem als Ganzes wahrnehmen kann, obwohl ich immer persönlich angesprochen bin. Ich kann also da unterscheiden, ich weiß aber auch, dass das, was ich höre, nicht alles ist. Das ist ein Ideal, dem wir auch versucht haben, bei dem Film Art Girls nahe zu kommen, dass man an einem roten Faden durchgehen kann, aber man merkt auch, da gibt es vielleicht noch weitere rote Fäden oder andere rote Fäden. Diese Welt ist noch größer. Insofern hat auch die Arbeit Die Glücksprophezeiungsmaschine, die 2000 uraufgeführt wurde, dann ab 2010 bei den Dreharbeiten eine große Rolle gespielt. Und die einzelnen Tarotkarten haben beim Film Art Girl sogar die Kapitelgrenzen markiert. Ohne wirklich sicher zu sein, dass man alle Anstrengungen unternommen hat, dass ein Film eine Chance auf dieses Leben hatte, macht es keinen Spaß, einen neuen Film zu machen, insbesondere wenn das so lange dauert, wie das innovative Filme machen manchmal dauern kann. Manchmal kann es eben auch besonders schnell sein. Deswegen ist ein Teil dieser interessanten Begegnung mit dem Publikum auch unser Versuch, mit diesem Film über Medienkunst, Spielfilm über Medienkunst, Anschluss an die Kunstleistungskurse zu finden und Anschluss zu finden ebenfalls und auch Entwicklungspartner für weitere Perspektiven im kunstpädagogischen Bereich der Universitäten. Und wir freuen uns, dass es da eine Kooperation gibt mit der Universität Duisburg-Essen. In einem ähnlichen Sinne ist die Frage, inwieweit Montage eben auch Dialog ist, eine, die unmittelbar die verschiedenen Beziehungen betrifft, die ein Film zum Publikum einnehmen kann. Das ist diese Geschichte mit dem Fußball. Ne? Wenn ich tatsächlich 2 Bälle in ein Fußballspiel hineinschmeiße und die Leute hören nicht auf zu spielen, sondern spielen weiter. Möglicherweise kommt noch jemand auf die Idee, noch einen dritten Ball reinzuwerfen. Dann wird es wirklich spannend.
Und dann, was passiert dann? Also dann passiert etwas, dass plötzlich dieses Spiel sich ändern muss. Aber niemand kann vorher wissen, wie es sich ändert. Jeder einzelne Spieler muss an einem Prozess beteiligt sein, der sozusagen das Spiel neu erfindet. Und ganz wichtige Dinge fallen dann weg, zum Beispiel so eine Funktion wie ein Schiedsrichter. Ne? Wer soll da noch Schiedsrichtern, wenn drei Bälle im Spiel sind? Es fallen aber auch solche Dinge weg wie Spielführer oder so etwas. Ne? Es fallen weg so Situationen wie Spielaufbau oder so etwas im klassischen Sinn, im linearen Sinn. Also wir sehen quasi etwas zu, das sich selbst neu organisieren muss. Einfach deswegen, weil es mehr Informationen hat, als es ursprünglich meinte zu haben. Und wenn wir jetzt statt Fußball einfach sagen Diskurs oder sagen Kunst oder sagen sogar eine Mannschaft ist Kunst und eine andere Mannschaft ist Diskurs und wir werfen immer noch ein paar Bälle rein und plötzlich müssen wir als Zuschauer können wir gar nicht mehr sagen, wo ist eigentlich das Spiel und wo ist das Zuschauen. Und jeder Einzelne, der in diesem Prozess drinsteckt, egal wo, wenn er meint vorher, er ist das Zentrum, er ist die große Autorität, genauso wie jemand, der ganz weit draußen in der Peripherie ist, wird in diese Geschichte hineingezogen, muss sich neu erfinden, muss sein Leben in die Waagschale werfen, weil rauskommt man ja nicht aus diesem Prozess. Und jetzt stellen wir uns mal vielleicht kurz vor, dass die ganze Welt im Augenblick in so einem Spiel ist, ne, wo plötzlich immer neue Bälle da sind und das neue Spiel muss immer wieder erfunden werden, aber nie so stabil, dass es jetzt ist es das neue Spiel und damit basta oder so etwas. Es muss sich immer wieder weiterentwickeln.